Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Verborgener Video. Ja, es wird wieder einmal Zeit, dass ihr erfahrt, was ich alles in letzter Zeit in Metin 2 gemacht habe. Also seht ihr mal wieder, wie ich ein wenig Won eingenommen habe, und deswegen wünsche ich euch mal wieder viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt kommen wir zum Sea-Event, weil das jetzt schon sehr lange zurückliegt. Ich konnte halt gar keine Videos machen wegen diesen ganzen Strikes, Mikes und so weiter. Aber jetzt kann ich es euch mal zeigen, wie meine Ergebnisse so waren und wie ich es halt gefarmt habe. Und ihr seht mal wieder, dass ich es auf der Devil's Catacomb gefarmt habe, so wie im letzten Jahr. Und ja, ich finde diese Map irgendwie nicht so gut, auch wenn man dort sehr gut droppt, muss man ehrlich zugeben. Aber diese Map, diese Atmosphäre, diese Umgebung, die ist so ziemlich negativ aufgebaut. So auch diese Wege dorthin, man bleibt dorthin und wieder mal stecken und so weiter, ne? Und diese Atmosphäre, muss man einfach sagen, so ziemlich dunkel. Es erinnert einen, als ob man irgendwo gefangen ist auf irgendeiner schlechten Welt. Ja, und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich in einem Gefängnis. Ich mag halt eher diese Maps, die so sonnig sind, die so bunt sind, ne, damit man auch so bessere Gefühle bekommt. Aber hier war das nicht der Fall. Ist aber an sich egal. Hauptsache, ich konnte meine Seertruhen farmen. Und ihr seht, ich habe es wieder einmal so gemacht, dass ich mit 6 Chars gleichzeitig gefarmt habe. Und ja, das werde ich demnächst immer wieder tun. Wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal das Sea-Event mitnehme, natürlich. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich das nochmal machen werde. Aber sollte ich im nächsten Jahr auch die Freizeit dazu haben, dann werde ich natürlich das Sea-Event mitnehmen. Und ja, diesmal habe ich tatsächlich die Gesamtzahl an den Chars reduziert auf 6x 4 Chars. Das wären 24 Chars, genau. Also insgesamt habe ich mit 24 Chars gefarmt. Nicht mehr so wie damals mit über 70 Chars. Das wollte ich mir natürlich nicht geben, denn ich wollte ja auch noch was von meinem Leben haben. Ja, und insgesamt habe ich tatsächlich jeden Tag so 4 Stunden gebraucht. Und nebenbei muss man auch dazu sagen, dass ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe, weil ich die Daily Core Quest nebenbei auch gemacht habe. Somit war in diesen 4 Stunden auch diese Daily Cores mit dabei, also mit dazu gerechnet. So gesehen habe ich in diesen 4 Stunden die Daily Core Quest fertig gemacht. Plus dazu mit diesen ganzen 24 Chars habe ich dann noch diese Seertruhen gefarmt. Und ja, ansonsten hat es mein Leben ein bisschen beeinflusst, muss ich sagen. Nicht so wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr, da musste ich den ganzen Tag schon opfern, ne, für das Event. Aber diesmal habe ich es natürlich reduziert und hatte natürlich auch Freizeit. Ich konnte Training gehen, ich konnte ein bisschen in die Uni gehen. Auch wenn ich das schon ein wenig vernachlässigt habe, um ehrlich zu sein. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen. Ist ja eine andere Sache, das ist die Privatsache von mir, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber dennoch muss man sagen, ich hatte etwas von meinem Leben, ich konnte die Sonne genießen, weil es so schön warm gewesen ist, und ich konnte auch rausgehen. Also habe ich es immer so gemacht, ich habe es so durch 2 gesplittet. Morgens so nach dem Aufstehen, wenn ich mich fertig gemacht habe, ein bisschen gelernt habe, habe ich 2 Stunden lang gespielt. Und dann bin ich zum Training gegangen, habe meine Sachen erledigt, bin wieder nach Hause gekommen. Und dann so am Abend, kurz vor Ende des Tages, habe ich dann noch einmal 2 Stunden gespielt. Oder manchmal habe ich teilweise auch einfach durchgemacht. Nicht durchgemacht in dem Sinne von dem Tag durchgemacht oder die Nacht durchgemacht. Nicht in dem Sinne, sondern ich meine die 4 Stunden am Stück habe ich durchgemacht. Und nebenbei habe ich natürlich meine Serien geguckt, so dass ich auch diese so dass ich auch die Freizeit mit einbezogen habe in diese 4 Stunden. Trotzdem war es ein wenig anstrengend, muss man sagen. Wie gesagt, die Map ist ekelhaft und so weiter. Und ich muss die ganze Zeit auf meinen Bildschirm achten, dieses und jenes. Also war das dennoch ein wenig anstrengend, auch wenn es härtere Arbeit gibt. Und man muss sagen, es ist ja keine Arbeit gewesen an sich, es ist ja Spiel, das Spiel. Aber manchmal fühlt sich das Spiel so an wie eine Arbeit. Aber egal, was soll's, Hauptsache wir haben es durchgezogen mit Ach und Krach. Und ansonsten kann ich auch mal ganz kurz auf meine Vorgehensweise eingehen.
Und zwar habe ich es so gemacht, dass ich natürlich immer, wenn ich das Equipment wechseln musste, habe ich ja halt einen Char parat gehabt, den ich halt am Eingang des Tors, ja am Eingang des Devil's Catacombs hingestellt habe. Und dieser Char war halt dafür da, für das Equipment rübergeben oder halt annehmen. Ne? Immer wenn ich mit einem Char fertig geworden bin, habe ich halt mein Equipment dem einen Hauptchar rübergehandelt. Das war in dem Fall unsere Charmy, die Verborgene. Und genau, und dann habe ich halt Char gewechselt, wie gesagt, den anderen Char eingeloggt und das Equipment rüber gewechselt. Und somit brauchte ich nicht bis zum Lager zu laufen, wenn ich halt mit einem Char fertig gewesen bin. Und wie ihr wisst halt, ne, ich habe auf 6 Accounts, ja genau, 6 Metin-Accounts habe ich über 11 Chars, die über Level 75 sind. Es sind sogar 12 Chars, die über Level 75 sind auf jedem Account. Aber nicht jetzt auf allen meinen Accounts, sondern halt auf 6 bestimmte Accounts, die ich halt für das Serie-Event benutze. Und ja, ansonsten kann man auch noch sagen, dass die Map diesmal ziemlich voll gewesen ist. Irgendwie sind da viel mehr Spieler gewesen als sonst. Deswegen war es auch ein bisschen schwierig, immer wieder einen Platz zu finden. Und ich bin froh, dass ich es diesmal nur 4 Runden lang gemacht habe, anstatt wie im letzten Jahr 12 Runden. Ansonsten wäre ich jetzt richtig K.O. und hätte wieder einmal keine Lust mehr auf Metin 2. Ja, und wie viele Truhen habe ich denn jetzt bekommen? Tatsächlich war es halt so, dass ich in den 21 bis 22 Tagen so ungefähr 8 Truhen pro Char bekommen habe und teilweise auch sogar mehr, indem ich halt diese restlichen bronzenen Truhen, die ich hatte, durch die wenigen Punkte, die übrig geblieben sind bei den jeweiligen Chars, da habe ich mit den Chars, mit denen ich so über 55 Seermünzen noch hatte, mit denen habe ich dann die bronzenen geöffnet, um dann noch einmal jeweils ein Kartenset zu bekommen, um nochmal ein Spiel spielen zu können. Somit konnte ich dann noch die ein oder andere goldene Truhe dazu abholen. Ne, und ja, ansonsten seht ihr jetzt hier auch meine Spielweise, wie ich gespielt habe. Ich habe da so viele verschiedene Spielarten bei den Kartensets ausprobiert und getestet. Und weil ich halt 6 Kartensets gleichzeitig spielen konnte, wie ihr hier seht, war es auch so, dass ich direkt 6 Ergebnisse gleichzeitig haben konnte, so dass ich richtig sehen konnte, welche Spielweise für mich das Beste ist. Und in Wirklichkeit habe ich keine richtige Spielweise gefunden, die jetzt das Allerbeste vom Besten ist. Ich habe dann irgendwann einfach mal meine alte Spielweise benutzt, die ich ganz früher schon benutzt habe. Einfach 5-4-3-2-1-0 und dann 6-7-8. So habe ich halt gespielt und dann am Ende hatte ich dann auch tatsächlich 203 Truhen gehabt und damit war ich ziemlich zufrieden, sehr sogar. Denn 203 Truhen sind schon etwas auf jeden Fall. Und dann habe ich halt 3 Truhen geöffnet mit meinem Main-Character in der Hoffnung, eine Zange Plus zu bekommen. Und ich wollte halt diese gerade Zahl haben, die Zahl 200, so dass ich genau ein Stack habe. Und aus diesen 3 Truhen kam dann halt ein magischer Stein raus. Immerhin, konnte mich nicht beschweren, ne? Und die restlichen 200 Truhen, also diesen Stack, den lagere ich jetzt so als One-Quelle, sage ich mal. Wenn ich mal irgendwann unbedingt One brauche, dann verkaufe ich es erst. Jetzt brauche ich es gar nicht zu verkaufen, denn ja, One kann ja auch so herkommen. Also bleibt dieser Stack im Lager und irgendwann verkaufe ich es dann. Denn wie ihr wisst, kostet eine Truhe momentan so 6 One. Die waren mal ein bisschen weniger als 6 Won, aber ich denke mal im Laufe der Zeit steigen die Preise natürlich und ich könnte jetzt so gesehen 1200 Won mit den 200 Runen haben können, aber werde ich jetzt nicht machen, weil ich halt warte und eventuell sogar mehr Won haben kann. Und dann muss man noch 150 Won circa minus rechnen, weil ich mir halt ein paar DR-Gutscheine gekauft habe und die DR-Gutscheine haben ja auch Won gekostet. Also rechnet einfach mal 150 Won minus, aber 1200 Won definitiv plus. Und zum Abschluss des Serie-Events wollte ich euch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf das ganze Equipment zeigen, so dass ihr halt so wisst, was ich halt benutzt habe. Ich habe mit den ganzen Chars Giftschwerter plus 7 oder eben auch plus 9er Giftschwerter benutzt, dann nochmal einige Talismane mit Dunkeldef, ich habe auch einige Talismane mit Erdwiderstand. So, ich habe sehr viele Equipment-Teile für so Low-Level-Chars. Hier noch einmal ein paar Crab-Schulterbänder, die aber völlig ausreichend sind für diese ganzen Chars,
Dann habe ich auch noch 6 verschiedene Schwarzstahlpanzer plus 9, also 70er Rüstungen. Ich habe noch diverse andere Rüstungen und dann noch mal ein paar Helme mit 10 oder 20 Untoten, ne, so Furchtmasken abblocken. Dann habe ich so Quilinschuhe plus 4 bis plus 9. Ich habe halt mehrere Schuhe und auch mehrere Ketten mit 5 Krit, 10 Krit. Dann noch einmal paar Armbänder mit Doppeldrop. Ich habe dann noch mal paar Ohrringe mit Doppeldrop, so dass ich 6 oder 7 Sets habe mit Full Doppeldrop und Full Equipment halt, ne, so dass ich halt tatsächlich mit mehreren Chars gleichzeitig farmen kann. So viel wollte ich euch mal ganz kurz zeigen zu den Equipment-Teilen der Chars. Und jetzt kommen wir mal wieder zu der Core-Ernte. Ich habe mal wieder so 17.000 Cores zusammen gehabt und habe mir gedacht, ja, jetzt wird es Zeit, die zu öffnen. Also könnt ihr euch so denken, 2,5 Monate lang habe ich die Daily Core Quest für diese 17.000 Cores ungefähr gemacht. Und ja, und dann musste ich halt diese ganzen Cores ins Lager bringen mit den ganzen Chars, so dass ich es am Ende mit nur einem Char auf diesen Accounts die Cores öffnen konnte. Denn dadurch macht man halt weniger Verluste bei den Zwischenstufen der ganzen Cores, wo man die halt hoch hat. Also von daher ist das die beste Methode. Und tatsächlich muss ich zu diesen Daily Cores sagen, dass viele denken, dass ich die Cores farme, wie üblich, ne? Aber ich farme die Cores nicht, sondern ich generiere mir die Cores. Das wollte ich noch einmal ganz kurz erwähnen, denn tatsächlich gibt es immer noch Leute, die denken, dass ich die Cores farme. Und dann denken die so, ich bin ein verrückter Mensch, der so viele Cores farmt. Ich farme sie nicht, Leute. Nein, einfach die Daily Core Quest machen. So mache ich es. Und das dauert dann bei mir so 1 Stunde und 15 Minuten, dann bin ich mit den ganzen 515 Chars durch am Tag. Also ist es viel leichter als das Farmen. Und ja, hier seht ihr auch noch, wie ich mit den ganzen jeweiligen Accounts halt die ganzen Cores hochgehabt habe, bis auf Antik. Und hin und wieder habe ich mal die Antiken auch auf Mythisch, wenn ich mal keine Lust habe, zu viele Antike in einem Shop reinzustellen, ne? Und ja, am Ende haben wir dann so mehr als 1700 Won eingenommen, fast schon 1800 Won. Also war ich mit dem Ergebnis richtig zufrieden und konnte mich natürlich nicht beschweren. Und wie ihr hier erkennen könnt, haben wir sehr wenige Granate gehabt im Vergleich zu den anderen Steinen. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass wir Pech beim Upen der Granate hatten, sondern es liegt eher daran, dass ich mit meinen Main Chars die ganzen Cores, also die Daily Cores, die ich halt ansammle, hin und wieder auch benutze. Und dann mache ich es halt so, dass ich dann die geschliffenen und die rohen Steine halt bei den Granaten und bei den Saphiren benutze, um meine Alchis aufzufüllen. Und von daher haben wir weniger Granate hergestellt gehabt. Nur das war der Grund. Ja, ansonsten war es das jetzt mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten hören wir uns wie immer in einem anderen Video. Bis dann und ciao.